Hallo, servus zum nächsten Video. Heute geht es einmal um meine Bandscheiben-OP, weil ich habe da so viele Nachfragen und ich soll euch mal was erzählen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein Video. Und deswegen habe ich auch das schöne Wetter gleich genutzt und habe es auf der Terrasse gemacht. Wo fange ich an? Am besten von vorne, ist es üblicherweise am besten ist. Angefangen hat es, denke ich mal, vor einem halben Jahr, wo ich so gemerkt habe, irgendwas am Rücken stimmt nicht. Habe dann schon Probleme bei Kniebeugen und Beinpresse und so haben können. Bin aber dann am Anfang von Verspannungen im Gluteusbereich, also im hinteren Bereich, ausgegangen, weil ich das schon mal gehabt habe. Und von dem her habe ich mir da eigentlich auch nichts dabei gedacht. Aber es ist dann ist einfach nicht besser geworden. Und dann, ich habe dann schon nicht mehr richtig spazieren gehen können. Das hat sich so nach 2-3 Monaten eingeschlichen. So die Herbstsaison, wo ich meine Leute betreut habe, ist nur so einigermaßen gegangen. Und dann hat sich das wirklich so ganz, ganz langsam verschlechtert. Was dann immer das Problem ist, man schont sich dann und man rutscht also so langsam in so, wie will ich es nennen, so, man merkt gar nicht selber, wie weniger, dass man einfach immer von Zeit zu Zeit tut. Dann war das Beintraining schon immer so gut, habe nur noch Beinstrecker, Beincurl machen können. Und ich wollte jetzt da nicht unbedingt zum Arzt. Ich habe mir gedacht, das vergeht schon wieder. Ist aber nicht vergangen, bekannterweise. Und dann war dann schon mal Sorge, so im Januar, Februar, dass es die Hüften ist. Weil man denkt, okay, früher wirklich schwer trainiert und auch falsch und aufwärmen und so war dann auch nicht immer angesagt. Also eigentlich alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann. Oder vieles verkehrt gemacht. Und ich habe auch mit jungen Jahren schon angefangen zu trainieren, mit 14. Und da auch schon richtig schwer trainiert. Heute, was ich heute keinem mehr empfehlen würde in diesem Alter. Aber ich habe es halt gemacht und dann habe ich mir gedacht, wow, das wird da jetzt nichts mit der Hüfte zu tun haben. Habe dann da dann schon ein bisschen Sorge gehabt, ist aber dann die Frühjahrssaison jetzt angestanden. Und die habe ich dann auch noch durchgezogen, habe es aber dann ohne Schmerzmittel auf gar keine Meisterschaft mehr geschafft. Und da bin ich dann auch schon so rumkumpelt und dann war mir viel klar, das muss jetzt danach, muss ich da zum Arzt gehen, muss das untersuchen lassen, beziehungsweise da jetzt was unternehmen. Und so richtig ausschlaggebend war dann, wo ich mit Simon Pendelin in Warschau unterwegs war, auf seinem Pro-Qualifier, der wo ja übrigens sehr erfolgreich gelaufen ist. Da habe ich mir dann, wollte mir dann eigentlich Warschau so ein bisschen anschauen, beziehungsweise die Gegend von meiner Wohnung oder von unserem Apartment, wo wir waren. Und da ist dann überhaupt nichts mehr gegangen. Wir haben so einen Supermarkt 10 Minuten vor entfernt gehabt, 10 Minuten Fußmarsch, eigentlich gar kein Problem, aber das allein hat dann schon gar nicht mehr funktioniert, dass ich da so richtig, jetzt fährt ein Auto vorbei, Entschuldigung. Das hat dann schon gar nicht mehr so richtig funktioniert, dass da, dass ich gehen habe können. Gut, und dann ist man wirklich bis da oben gestanden. Man denkt, jetzt muss ich wirklich schnell ins MRT. Das war dann, bevor ich noch zum Arzt bin, haben wir gedacht, der sieht ja auch nicht rein. Also erst gleich MRT. Und da hat man dann schon gesehen, ist ein Bandscheibenvorfall. Und eigentlich waren es 2 Bandscheibenvorfälle. Der obere ist noch so, wo man sagt, den bringt man so weg oder der ist auch nicht operiert worden. Aber der untere, ich kann euch mal das Bild einblenden. Ist dann schon so, dass man sagt, das ist jetzt, den bringt man mit Füßen nicht mehr weg. Wir haben es dann noch mit dem Ralf, mit meinem Freund, schöne Grüße an dich, Ralf, haben wir das dann schon noch probiert, aber dann war schon ziemlich klar, dass das nicht so schnell geht. Dann habe ich auch mir entschlossen, so schnell wie möglich die OP zu machen. Das hat dann auch innerhalb MRT und alles und Operationstermin war innerhalb von 14 Tagen, war das alles dann schon klar und dann habe ich das auch so schnell wie möglich hinter mich gebracht. Habe dann am Montag zur Voruntersuchung Anästhesie und das ganze Gedöns um die OP rum machen müssen und dann bin ich am Mittwochmittag nach München reingefahren. Ich habe das in der Isar-Klinik machen lassen.
Das hat mir der Herr Dr. Ritsch empfohlen. Ich meine, Doc Ritsch, den kennt man bei uns in der Szene, aber der hat mir da wirklich einen Spezialisten für Bandscheiben und Wirbelsäule empfohlen. Hat er gesagt, das macht er nicht selber, aber er hat jemanden und da bin ich ja sehr dankbar, dass er mir da an jemanden gut verwiesen hat und er hat das auch persönlich angekurbelt. Und dann bin ich da Mittwoch operiert worden. Das ist eigentlich alles gut verlaufen. Hinten an so einen Schlauch reingekriegt. War dann am Mittwochabend schon sehr guter Dinge. Und dann muss ich sagen, so Donnerstag sind dann echt die brutalen Schmerzen losgegangen. Wo ich mir gedacht habe, verdammte Scheiße, das ist brutal. Dann, also ich konnte es nicht anders ausdrücken. Also normal bin ich da nicht so zimperlich. Donnerstagabend hat man mir dann den Schlauch da hinten gezogen, dann war der schon ein bisschen so verwachsen, da ist das nur mit Gewalt rausgegangen, hat der da richtig angerissen und dann hat er scheinbar irgendwas, also es war ein Arzt vom Krankenhaus, also haben sie erst zwei Ärzte angeschaut, weil der eine hat es nicht rausgebracht, der zweite hat dann den Schlauch gezogen, die Drainage und dann hat es scheinbar nur mehr eingeblutet und dann muss ich sagen, war so am Freitag, war es dann wirklich so, dass dann scheinbar das Wundwasser und die Einblutung durch den Schlauchziehen auf den Nerv so brutal gedrückt war, dass ich am Freitag nicht einmal mehr aufstehen habe können. Da sind mir alle zwei Beine oder alle zwei Oberschenkel eingeschlafen und waren irre Schmerzen. Also wie gesagt, ich habe nicht einmal mehr zum Pinkeln aufstehen können. An dem Tag habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße, Holzer, hättest dich bloß nicht operieren lassen. Wir haben ja einige gewarnt und haben gesagt, nein, lass dich nicht operieren, probier das noch, das geht ja so. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist so ein Idiot, wie ich bin, hätte ich es bloß nicht gemacht, hätte ich vielleicht nur mehr einen Monat damit verbringen sollen. Das mit dem Arzt abgeklärt. Dann hat der Arzt eben, der Dr. Sommer ist das aus München, hat mir dann erzählt, dass das natürlich schon durch das Wundwasser und Blut und so mal sein kann, aber sollte in 2-3 Tagen besser werden. Boah, also es waren so sage ich mal, seine Worte waren wie ein Tropfen auf den heißen Stein, hat mir eigentlich in dem Moment, wenn man denkt, wow, irgendwas muss er ja jetzt sagen, aber ist mir dann schon alles auf den Keks gegangen, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich, musste abwarten, Schmerztropf bekommen und so. Und dann hat er mir Mittwoch war die OP, Donnerstag, Freitag waren die starken Schmerzen, hat er mir Cortison-Tabletten gegeben und mit denen ist es dann tatsächlich besser geworden. Also Donnerstagabend habe ich dann schon aufstehen können, Schmerzen waren weg, also waren nicht weg, aber schon viel, viel besser und eigentlich eine Quantensprung besser, dann ist das schon in die richtige Richtung gegangen. Und dann war eigentlich klar, dass ich dann am Sonntag heimgehen kann. Also dann bin ich am Sonntag abgeholt worden und die Reha, also hätte ich mir aussuchen können auf Reha, der Arzt hat jetzt gemeint, mit meiner sportlichen Vorgeschichte, mit meinem Wissen, kann ich mir das sparen, ich soll einfach so machen, wie ich meine und dann muss ich sagen, habe ich natürlich mit so Supplemente viel gearbeitet oder arbeite mit Supplemente, wo zur Regeneration gehen, mit Zink, Glutamin, Vitamin C hochdosiert, Omega-3, einfach alles, was zur Regeneration förderlich ist, auch im Eiweißbedarf ein bisschen wieder raufgegangen, dass ich einfach eine gute Regeneration habe. Also am Anfang waren dann auch noch das Liegen und so, war dann schon noch im Vordergrund, ich habe dann nicht so viel gehen können, das Aufstehen war dann immer schwierig noch. Aber es ist wirklich von Tag zu Tag besser geworden und dann nach einer Woche bin ich auch wieder ins Gym, habe trainiert, wobei man das ja nicht, vielleicht nicht richtiges Training nennen kann, sondern einfach nur durchgepumpt, erst so Ganzkörper, zwei Übungen, Rücken, Brust, Schulter, Schulter habe ich noch nicht gemacht, Brust, Bizeps, Trizeps war eine Übung, waren 5 Übungen, dann bin ich wieder nach Hause. Muss ich sagen, war ja auch fix und fertig, das war Wahnsinn, wie das reinknallt hat. Aber ich habe schon wieder so ein bisschen einen Druck auf Muskulatur gekriegt und das hat mir dann auch gut getan. Also ich habe schon gemerkt, das Rumliegen allein wäre vielleicht oder theoretisch optimal, aber das ist, also mir ist da nicht darum gegangen, dass ich irgendwas verliere, sondern einfach nur die Rumliegerei war schon ein Horror, muss man schon sagen. Und durch die Durchblutung, wieder durch das leichte Training, habe ich schon wieder gemerkt, so ein Fortschritt. Das habe ich dann in der ersten Woche 3-mal gemacht, bin aber trotzdem noch sehr viel gelegen, weil einfach vom Gefühl her das so richtig war für mich.
Und jetzt ist so, sind es 2,5 Wochen, morgen werden es schon 3 Wochen, was vergehen. Und jetzt mittlerweile ja, trainiere ich jeden zweiten Tag. Am Sonntag habe ich jetzt schon das erste Beintraining gemacht mit Beinstrecker, Beincurler, Abduktoren, Adduktoren. Ich muss sagen, geht schon richtig gut eigentlich. Zwar schon noch so Pumptraining, aber ich kann alles durchbluten. Merke jetzt schon wieder die Muskelstruktur. Jetzt seit dieser Woche fange ich dann mal so langsam an zum Spazieren gehen. Und das ist so, so komisch, wie es sich anhört, einfach die größte Herausforderung. Weil ich habe jetzt über die lange Zeit, das war ja doch über ein halbes Jahr, wo ich immer so ein bisschen Kumpel bin, am Fuß nachgezogen habe, das ist jetzt einfach drin. Also es ist Wahnsinn, wie schnell sich der Körper an so Einschränkungen gewöhnt. Und ich muss mich jetzt direkt aufs richtige Gehen konzentrieren. Ich merke, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, dann fange ich wieder so einseitig zum Humpeln an und ziehe den linken Fuß wieder nach. Also wirklich irre. Und der erste Spaziergang, den habe ich mit meiner Lebensgefährtin, mit der Sandy gemacht, der war eine Viertelstunde. Und der war richtig, richtig anstrengend. Also nicht nur vom Gehen her, das weniger, aber das ganz konzentrierte Gehen. Ist aber jetzt auch, wie gesagt, wird dann jetzt auch von Tag zu Tag besser. Jetzt ist beim zweiten Mal geht es schon lockerer. Und ja, das denke ich mal, sind so Schritt für Schritt. Man muss sich da auch natürlich Zeit lassen. Ich mache mir da keinen Stress. Hat der Arzt dazu mir gesagt, keinen Leistungsgedanken. Und den habe ich aber nicht. Aber einfach so Step by Step was machen. Wie gesagt, rumliegen alleine bringt es nicht. Man muss da was machen dafür. Schau, dass ich jeden Tag spazieren gehe, jeden zweiten Tag Training, jeden zweiten Tag Stretching. Ich merke auch, wenn ich mich jeden Tag stretche, ist einfach zu viel. Und so geht es Step by Step by Step weiter. Ja, also wie gesagt, ich bin mit der Genesung sehr zufrieden. Nervenschmerz war ab dem zweiten, dritten Tag schon weg, wo ich einfach gemerkt, also nicht zweiten Tag, da waren die Schmerzen, ich sage mal so, ab der ersten Woche habe ich dann gemerkt, ja, der eigentliche Schmerz, der ist einfach weg. Der Druck vom Nerv ist weg. Und jetzt gilt es einfach nur noch, den Bewegungsapparat wieder so hinzubringen, dass er wieder funktioniert wie früher. Und auch die Wundheilung natürlich abwarten, das natürlich die Vernarbung und so, bis das alles einmal wieder locker ist, dauert seine Zeit, aber das ist alles vollkommen okay. Und sonst im Nachhinein war das genau die richtige Entscheidung, die OP, und von dem her alles gut. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen so einen Einblick geben können, wie das Ganze abgelaufen ist. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch irgendwas detailliert interessiert, schreibt es in den Kommentaren oder schreibt es mir persönlich an. Ich helfe euch das so gern weiter, so was jetzt meine persönliche Erfahrung ausmacht. Und ansonsten jetzt die Glocke abonnieren und die Glocke betätigen und das Video abonnieren, so dass ihr kein Video von mir verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Genießt jetzt den wunderherrlichen Sommer und bis zum nächsten Video. Euer Thomas. Ciao, Servus.